Servus Comic-Freunde! Schön, dass ihr wieder dabei seid! Und bevor es losgeht, drückt den Abo-Knopf und vergesst die Glocke nicht. Somit verpasst ihr in Zukunft keine Reviews und Berichte mehr. Und nun würde ich sagen, geht's los! Abfahrt! Yes! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Comic Review. Mir juckt die Nase, verdammt. Wir haben für euch Star Wars Heftchen aus dem Panini Verlag und zwar die Comic Shop Ausgaben. Das heißt wieder andere Cover. Jawohl. Nummer 50 und 51. Wir fangen an mit der Age of Republic, heißt das. Richtig. 60 Seiten, 5 Euro das Stück und wir haben. Gleich darfst du. Gleich. In Nummer 50 haben wir die Story Darth Maul und Qui-Gon Jinn und in Nummer 51 von Obi-Wan und Jango Fett. Das Ganze von Judy Hauser und Corey Smith und Luke Ross. Hast du schon rausgefunden, wie viele Ausgaben da pro Age kommen werden? Nein. Okay, denn wir haben hier den Beginn einer neuen Reihe und zwar der Age of-Reihe. Genau, ich weiß denn nur, dass es Age of Republic gibt, Age of Rebellion und Age of Resistance. Genau. Und in jedem Heft werden dann quasi immer zwei Charaktere beleuchtet und Hintergrundgeschichten oder wie auch immer halt dazu gebracht, damit man ein bisschen mehr Leben in die Charaktere kommt. Noch mehr. Obwohl man jetzt sagen muss, über Qui-Gon Jinn hat man eigentlich nie so wirklich viel erfahren. Richtig. Also die Story fand ich gar nicht so schlecht. Man muss jetzt dazu sagen, ich möchte es jetzt nicht irgendwie unterbuttern oder schlecht reden, aber es sind alles für mich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, beziehungsweise nach diesen tollen Thrawn- und Vader-Geschichten, waren das für mich so Lückenfüller irgendwie auf was Neues, Großes oder so. Ich weiß es nicht. Das kommt mir alles so halbgar vor. Irgendwie. Ja, vor allem, weil halt die Storys an sich jetzt irgendwie merkwürdig sind. Also wir haben die Geschichte vom Qui-Gon ist die, dass er auf einem Planeten ist und da gibt es irgendwie einen Krieg um irgendwelche Bäume, die gefällt werden sollen und der König oder so sagt, nee, soll nicht. Und, und die Prinzessin oder wer oder Königin oder Prinzessin, irgendwie sowas. Und laut dem Gesetz auf diesem Planeten muss entweder die Königin, Prinzessin zustimmen. Richtig. Oder es muss ihr Blut vergossen werden, damit das quasi erlaubt ist. Ja. Okay. Und deswegen gibt es halt einen Krieg, weil die wollen die halt natürlich kalt machen. Und weil sie ja nicht zustimmt. Genau. Ja, Qui-Gon und Obi-Wan befreien sie, fliegen mit ihr nach Coruscant. Ist Obi-Wan auch dabei? Obi-Wan ist auch dabei, ja. Ah, der fliegt ja über das Schiff, genau. Genau. Sie ist eine Bitch und kann man so sagen? Naja, die zickt die ganze Zeit nur rum. Ja, sie zickt halt unheimlich rum. Und Qui-Gon begibt sich dann auf eine spirituelle Reise, um die fand ich aber ganz cool eigentlich. Zu sich selber zu finden. Ja. Das war schön dargestellt, also zeig's dir mal. Also von der Darstellung, von der Zeichnung. Jawohl. Die Zeichnung finde ich echt geil, also es ist schön gezeichnet. Schöne Farben auch, fand ich gut gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Das sieht man auch am Cover halt direkt. Also ich fand das Cover auch cool gezeichnet. Ja. Der Zeichenstil ist super. Ja. Genau. Nee, fand ich echt gut, aber wie gesagt, also erwartet nicht zu, also ganz ehrlich, wie gesagt, ich will es nicht schlecht reden oder so, aber erwartet nicht zu viel. Ich persönlich hatte große Erwartungen auf neue große Stories, aber das war dann eher, ich wurde eher enttäuscht. Ja. 60 Seiten hat einer, ne? Ja. Ja, also ihr habt ungefähr 25 Seiten Story. Da merkt ihr dann schon, ne? Da kommt nicht viel bei. Kann nicht viel bei rumkommen, nee. Ja. Ja, die zweite Geschichte von Das Maul. Das Maul. Ja, ist auch so ein kleiner Darth Maul, es wird halt quasi erzählt, wie er, also zum einen mal, vor Episode 1. Ja. Und, ja, im Endeffekt geht es halt nur darum, dass er, wie groß sein Hass auf die Jedi ist und was er nicht alles tut und wie er sich, das hat man schon mal in dem einen Band, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, wo es darum ging, dass er sich ja irgendwie selber immer in Bewegung halten muss, damit sein Hass nicht abkühlt, damit er nicht einrostet, so nach dem Motto. War das wo die Padawan da? Ja. Genau. Und in die gleiche Richtung, gleich vor, in die gleiche Richtung schlägt es ja auch wieder. Ja. Nur, dass er jetzt halt irgendwie noch zwischendrin mal irgendwie irgendwelche Visionen hat, wo dann halt sein Hass nochmal neu angestachelt wird. Ja. Und ja, also irgendwie ein bisschen esoterisch irgendwie. Ja, aber, ja. Keine Ahnung. Und im Endeffekt ist er nur noch aggressiver dann zum Schluss. Ich bin großer Darth Maul-Fan, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Story war einfach Quatsch. Also ich fand sie, nicht so geil halt. Ja, zeig mal ein bisschen Darth Maul. Ich fand sie auch nicht so geil, weil
Im Endeffekt ist es halt so ein bisschen Hintergrundstory von Darth Maul, aber im Nachhinein dann auch nichts. Ist nichts Halbes, nichts Ganzes, wisst ihr? Das hat alles so irgendwie so einen komischen Nachgeschmack gehabt für mich. Also Ja. so ein Schalen halt. Ja, also ich fand die Idee echt super und habe mich, wie ich den Intro-Text gelesen habe, dann auch schon voll drauf gefreut und auch schon auf die nächsten und so. Ja. Ja, genau. Das ist halt so. Ja. Ja, Was willst du auch auf 20 Seiten erzählen, halt, aber ne? wenn es so weitergeht, ne? Boah, puh, ey. Ja, Also naja. ich fand die Reihe davor echt stark. Die Throne. Ja, Thrawn und das mit Vader und sowas, das fand ich echt stark, war geil erzählt, das hat richtig Spaß gemacht, aber jetzt dafür, dass das die große Nummer 50 war und sowas. Ja. Ja, kommen wir zu Nummer 51. Ja, wisst ihr, das ist halt so die Geschichte. Mir kommt es gerade so vor, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, mir kommt es so vor, als wenn es jetzt so Lückenfüller, dass halt die Reihe weiterläuft, weißt du? Richtig. Ja. Jetzt haben wir Ja, Obi-Wan. jetzt haben wir im 51er Band Genau. haben wir, beginnen wir mit Obi-Wan. Ja. Und ja, im Endeffekt sind halt wieder ein paar Rückblicke drin, wie er quasi dann selber aufgestiegen ist durch Qui-Gons Tod Ja. und dass er dann Anakin übernommen hat, und das sind jetzt halt so die anfänglichen Probleme mit Anakin als ganz jungen Padawan. Ja, Also richtig. so zwischen 1 und 2 Ja, würde würde ich, ich das zeitlich oder ist es einstufen. angesiedelt. Ja. Ja, und dann wenn sie gibt es irgendwo auf einem Planeten, entdecken irgendwelche Archäologen vermutlich ein Holocron und die sollen dann hin und das überprüfen, und Richtig. ja, dann gibt es ein bisschen Gebettel und ja, und Anakin ist wieder toll. Ja, es Na, ist halt auch nichts ist Geiles am halt. Anfang ein bisschen demütig, weil er es Ja. verbockt hat in der Situation, aber dann war es das schon wieder. Ja. Und dann hast du noch Jango Fett. Das ist halt so eine typische Bounty Hunter Story. Ja, wobei ich die Geschichte ganz nett fand, ausnahmsweise mal. Ja. Ja, schon irgendwie ein bisschen. Also, es treffen sich zwar. Es treffen sich zwei Bounty Hunter, beide Kommen tot. drei Bounty Hunter in eine Kneipe. Richtig. Ja, Ja. also es treffen sich halt die drei da und die reden halt drüber, dass sie irgendwie für einen Auftrag gebucht sind und keiner weiß irgendwie, was Sache ist. Und dann kommt Django dazu und er ist halt mit den Vieren unterwegs und er hat sich die halt quasi als Gefährten engagiert für diesen Auftrag. Und Ja, Boba ist noch dabei, muss man Boba ist dazu auch sagen. dabei. Und das Ganze ist nämlich nur ein Teil der Ausbildung von Boba. Richtig, was man aber nicht eigentlich wissen oder was man eigentlich erst am Ende dann erfahren Genau, aber hat. am Ende stellt sich halt quasi, also Boba fragt ja am Anfang, warum nehmen wir nicht einfach drei, die wir schon kennen, Richtig. dann zählt auch ein paar auf und dann sagt er, ja, Ja. pass auf, die kennst du schon, du sollst jetzt mal andere Methoden Genau, du erfahren. musst mit Fremden unterwegs sein, damit du auch andere Leute kennenlernst, genau, andere Methoden erfährst. Genau, ja Im und. Endeffekt ist es eine tolle Spielerei für Boba halt, damit er weiter ausgebildet wird und Genau, ja. und ansonsten erfahren wir halt bloß noch ein bisschen über die Hintergrundgeschichte mit Django und den. Klonen? Nee, nicht mal. Wie heißt der Planet wieder? Wie heißen die Geier wieder? Na, das ist ja noch davor, genau. Ach nee, das ist ja ein Rückblick. Am Anfang haben wir einen Rückblick, wo er halt auf Darth Tyrannus stößt. Genau, das wird kurz erzählt, ne? Ja, und Rick es wird halt eben auch kurz. erwähnt, Oder war ja. das hinten drin? Nee, das ist ganz vorne da mit dem Ja, Typen, mit mit dem. Tyrannus schon, aber ich. Ja. Ach nee, hier ist das dann mit den Kaminoaner, da war Ach das, so, ja. ja. Ja, und es wird halt auch ein bisschen auf die Kamino-Geschichte eingegangen und dass er halt sich quasi als Bezahlung dann halt eben den Sohn haben wollte und Richtig, genau. Und das hat immer ja. keiner so richtig verstanden, warum und so. Genau. Naja. Für mich tatsächlich, nachdem es ja auch alles Einzelgeschichten sind, die nicht miteinander zusammenhängen, alles so Lückenfüller halt, die mehr oder weniger gut oder schlecht sind. Ja, finde ich schade, weil in den Büchern, da haben sie ja auch einen Haufen Kurzgeschichten immer drin gehabt, was Ja. jetzt halt alles nicht mehr Kanon ist. Ja. Und die waren richtig gut. Also Ja, das da stimmt. die Geschichten aus der Cantina oder aus Jabbas Palast, die waren echt mega. Ja. Gut. Ja. Ja, es sind halt 25 Seiten, was willst du Es ist erzählen? Star Wars, es ist für alle, die im Star Wars-Universum gern zu Hause sind, ist es ein schöner Ausflug, aber erwartet nicht zu viel. Genau. Würde ich sagen, die macht es mit uns. Wir hauen ab. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bleib piech, bleib nerdig, heb die Haare.